Heute, was geht ab, Leute? Hier. Monte Burger, Montana Black und Peter Pane. Habe ich auf Twitter gesehen, das Bild zuerst. Wusste nicht, ob das echt oder fake ist. Aber ja, das gibt's tatsächlich. Da ist der Brie. Gönn dir ein Menü für nur 14,90. Irgendein Burger, ein Gönnergy Drink und Pommes. So, mein erstes Mal bei Peter Pan. Es ist Veganuary, ihr wisst. Wir checken ein paar vegane Sachen diesen Monat ab, aber wobei, vegane Chili Cheese Nuggets, ja, vielleicht, aber wir sind halt deswegen sind wir hier. So, 14,90 all inclusive, der hält Fritten und ein Cocktail, entweder alkoholfrei oder mit Wodka anscheinend. Gemeinsam sammeln wir pro verkauftem Gönn dir Menü 1 Euro für Peter hilft. Okay, auch eine coole Sache. Gönner dir auch einzeln als Soße erhältlich 3,90. Sicher nicht, Mann. Der tropische. Ach so. Ah. Ich dachte, es gibt einen orangenen Cocktail, einen blauen Cocktail und einen roten Cocktail. Rot war übrigens mein Favorit. Blau hat mir gar nicht getaugt, weil der irgendwie nach Parfüm geschmeckt hat. Aber seitdem habe ich den nochmal probiert und da ging es eigentlich. Also nur beim allerersten Mal hat der irgendwie nach Parfüm geschmeckt. Aber Cocktails gibt es nur den Orangenen. Macht Sinn, weil das ist der normalste, sag ich mal. Wir gönnen uns Wodka G. Aber ich weiß, es gibt ein bisschen Hate wegen Alkohol und ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich verfolge Monte jetzt auch nicht so krass. Ich weiß nicht, was er alles zu Alkohol gesagt hat. Ich weiß, dass er nicht Alkohol trinkt und trockener Alkoholiker ist. Ja, und dafür wird er jetzt im Internet wieder ein bisschen gehatet, aber ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so schlimm. Vor allem, es gibt ja eine normale Alternative. Also, die Bedienung hat Probleme. Das Menü ist anscheinend irgendwie noch nicht im Programm. Und der fragt jetzt nochmal nach. So. Also, mir wird die leere Dose. Oh. Oh, what the fuck? Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Weil ich habe den Cocktail und eine Dose Energy mit Full. Ach so, nicht ganz wohl. Ach so, der Rest, der Dose. Ah, okay. Geil. Geiler, als ich in Erinnerung hatte. Okay, macht Sinn, weil hier ist ja nicht ein Ding drin. Ein ganzer Gönnergy drin. Ja, das ist ja fetter Oschi, 0,5. Cheers, Leute. Gefällt mir sehr. War ja auch besser für die Bewertung, dass ich den Wodka G genommen habe. Dann bin ich vielleicht ein bisschen netter. So, da haben wir ihn. Burger. Ich weiß nicht mal, was das für ein Burger ist. Ist das Chicken Burger? Vegan von Chicken. Oh, gratis Patty Tosh auf Wunsch, zum Beispiel Rindfleisch oder Landhähnchen. Digga. Gut, dass ich das jetzt erst sehe. Oh mein Gott. Wir haben den veganen Pommes. Und das habe ich extra bestellt. Das gehört nicht zum Menü. Oh mein Gott. Dann zum Glück habe ich das hier. So, erstmal Pommes-Check natürlich. Fleischig. Wer es mag. Also ich finde fleischig nicht schlecht. Vegane Tomatenketchup haben die am Start. Vegane Mango Curry Sauce haben die am Start. Vegane Frittensauce haben die am Start. Perfekt. Pommes ist so hier. Vegane Nuggets. Komisches, ekliges Aroma, Mann. Ja, die Nuggets sind fail, Mann. Fail, Sanogos, Alter. Da musst du so viel Soße reintrinken, damit du das Fleisch nicht mehr schmeckst. Darauf erstmal einen Schluck, Mann.
Also wäre es Fleisch, würde ich sagen, Digga, das ist abgelaufen. Ekelhaft, Mann. So. Brot kannst du aussuchen, Sauerteig, Vollkorn und Brioche. Keine Frage, was ich da genommen habe. Guacamole ist am Start. Ist mir ein bisschen zu viel Grünzeugs. Brot ist geil. Zwiebel oben, und geil. Die Soße. Das Patty hat jetzt keinen eigenen Geschmack. Wenn ich damit vergleiche, ist es gut, dass es keinen eigenen Geschmack hat. Auf dieses Grünzeug kann ich verzichten. Ein Salatblatt würde mir reichen. Also mit einem Beef Patty wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Was auch immer das ist, das sollte in die Nuggets. Digga, das sollte verboten gehören. So Leute, ich check mal die Karte ab, bisschen Preise vergleichen. Also es gibt hier gute Mittagsangebote und von denen ist Monte am teuersten. Hier haben wir einen für 10er, Standard Classic Burger, mittlere Pommes und ein 0,5 Durstlöscher Cocktail. Wenn ich mir hier jetzt die veganen Burger anschaue, normal, nicht Menü, nicht Mittagsangebot oder so, dann ist das Menü auf jeden Fall ein guter Deal. Ah, der hält, das ist das, was im Monte Ding ist, im Monte Menü. 14 Euro. Normal. Cheers. Ich mache am Ende des Jahres, also ich habe letztes Jahr, Ende des Jahres, Top 5 Flops, Food Flops gemacht. Wir haben gerade mal Anfang 2024 und das sind schon gute Anwärter. Die werden safe in den Top 5, Mann. Das war ein bisschen, wo relativ viel von dem veganen Patty war. Das hat auch einen komischen Eingeschmack. Geht zum Glück unter im Burger. Bei den Nuggets hast du den Geschmack halt direkt. Also was ich auf jeden Fall sagen kann ist, der vegane taugt leider nicht. Beef wäre wahrscheinlich auf jeden Fall geiler. Monte ernährt sich auch momentan vegan. Wir probieren es mal mit Ketchup. Einer Menge Ketchup. Das ist so ein stechender, unangenehmer Geschmack. Du bist ein direkt im ganzen Mund, Mann. Du schmeckst ganz am Anfang die Süße vom Ketchup und dann, boom, direkt weicht der Ketchup-Geschmack. Und du schmeckst nur noch dieses vegane, eklige Ding, Mann. Digga, was ist das, Mann? Das wird nicht gegessen. Sorry, Leute. Ich hasse es wirklich, Essen zu verschwenden. Wir drehen ja viele Testvideos und so. Und ich verschwende da so gut wie nie was. Auch wenn wir irgendwelche Sachen testen und die Reste, davon ernähre ich mich dann noch die restlichen Tage. Aber das ist ungenießbar. Das kann man nicht essen. Auch nicht nach 3 davon. Fazit. Konzept finde ich cool. Finde ich, sollte es öfter geben. Wieso nicht? Bringt beiden was. Monte nimmt sich da seine Prozente. Die kriegen bisschen mehr Umsatz, weil sonst wäre ich niemals bei Peter Pane gelandet. Über die Burger-Auswahl kann man nochmal drüber schauen. Also der Burger war jetzt nicht so geil. Vor allem vegan. Da haben die komplett reingeschissen. Also Peter Pane kann vegan gar nicht, sorry. Weil der Rest war gut. Also Brot und so, Soßen, Gemüse, war alles fresh. Kann man machen. Pommes waren solide. Gebe ich 7 von 10. Cocktail. 9,5 von 10. Der Cocktail war geil. Ja, und vegane Nuggets. Minus 10 von 10. Das sollte in Deutschland verboten werden. Ich glaube, ich muss die Verbraucherzentrale kontaktieren. Wirklich. Wirklich. Ey, es ist so kalt, Mann. Ich bin jetzt eine Station gegangen, weil ein bisschen Verdauung und so, ein bisschen
spazieren gehen. Ich bin tot und ich habe da ein paar Flyer-Verteiler gesehen. Die armen Mann. Fazit kam ja schon von mir. Finde ich eine coole Sache. Sollten mehr Influencer machen. Würde ich feiern. Vor allem Foodblogger, wenn die das machen. Ich weiß, die waren ja etwas für 2024 am Kochen. Aber solche Sachen finde ich geil. Also wer auch immer das Marketing-Management von Monte macht, stark. Das ist echt stark. Burger an sich jetzt, Peter Pan. Auf jeden Fall vegan, weil Fleisch, Beef kann ich und Chicken kann ich nicht beurteilen. Aber vegan haben die leider nicht drauf. Aber dennoch an sich, das Konzept, die Aktion finde ich cool. Befürworte ich. Und wie gesagt, ansonsten ohne Monte hätte ich jetzt Peter Pan nicht abgecheckt. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Man sieht sich.